Mach mal ein Videospiel in Unity über eine Journey. Genau das wurde mir damals in meinem ersten Semester Animation and Game Design gesagt. Und was sich daraus entwickelt hat, war mein erstes selbstentwickeltes Videospiel. Jetzt kann ich euch leider keinen Devlog davon zeigen, weil ich das damals nicht aufgenommen habe. Wäre schon lustig zu sehen, wie ich das damals aufgenommen habe und das irgendwie jetzt nochmal Revue passieren zu lassen. Aber wir lassen das ganz anders Revue passieren, weil ich habe noch die Projektfiles, ich habe noch die Sachen, die wir damals dafür machen mussten und ich habe natürlich auch noch das Spiel als eine Executable, was ich euch jetzt alles gerne zeigen möchte. Also keinen richtigen Devlog, aber eine Review. Wo fangen wir an? Vielleicht blende ich euch jetzt mal so ein paar Sachen ein, wie das Ganze aussieht. Und wo das Ganze angefangen hat, schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ja, uns wurde damals gesagt, machen wir ein Videospiel. Natürlich wurden wir dann nicht einfach nur an Unity gesetzt und gesagt, mach. Sondern uns wurde so ein paar kleine Pointer gegeben, wo wir so anfangen können, was wir so machen können. Was auch sehr wichtig war, was immer sehr wichtig war, waren Moodboards. Ich habe so ein bisschen in Unity rumgespielt mit diesem Card Game, habe so ein bisschen rumgebastelt und dann war so, ja, macht mal ein Environment, macht mal irgendwas Cooles, macht mal eine Journey. Und mein Gedanke war dann, ich sitze hier und bastle rum und fühle mich schon so ein bisschen wie ein... Ich hatte dann so mein Gotteskomplex, hat sich damals angefangen zu entwickeln. Und das war dann schon so, ich fühle mich hier wie so ein kleiner Gott in dieser Welt. Ich kann machen, was ich will. Und genau darum hat sich dann auch meine Journey gedreht. Ich habe nämlich nicht nur ein kleines Environment gebaut, ich habe drei gebaut. Weil das dann so ein kleiner Progress ist und halt auf so eine Journey zu gehen. Und die Journey war dann, wir haben hier dieses... sehr schöne, naturelle Environment. Wir haben Tiere. Ich meine, das ist alles so schön warme Farben, so schön ein bisschen bunt, ein bisschen herbstlich und sieht alles sehr schön aus. Und ja, die Story dahinter ist dann so ein bisschen, dass es genau so eine Person gibt, die so kleine Welten erschaffen konnte, so kleine Simulationen. Und die Person hat sich in diesem Welten erschaffen, in diesem Simulieren ein bisschen verloren und hat dann diesen wirklichen Gotteskomplex entwickelt und sich so gedacht, scheiße, bin ich geil. Huldigt mir alle, ihr dreckigen... Moment, das ist YouTube, ich glaube, ich sollte keine Beleidigungen sagen. Aber huldigt mir mal alle. Und ja, das Ganze endet dann in Death, Despair... Und ist eigentlich völlig gegen die Wand gefahren. So will ich meine Journey aufbauen. Ich möchte drei unterschiedliche Welten haben. Ich möchte so eine kleine Story erzählen. Ich habe damals Stanley's Parable gespielt. Ich habe damals The Beginner's Guide gespielt. Ist, glaube ich, vom gleichen Entwickler. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber sind auf jeden Fall ähnliche Spiele. So Walking Simulators. Walking Simulators hat ja eigentlich einen schlechten Ruf. Aber ich finde, ich eigentlich sind super geile Spiele. Ja, wir sollten dann auf jeden Fall noch... ein Beatboard zeichnen. Zeichnen war bei mir nie immer so eine gute Sache. Wir haben so diese Story. Das sind ja selbst gezeichnete Bilder. Da haben wir hier wirklich dieses Environment mit so einer kleinen Road. Da sind Blumen, da sind Bäume, da ist die Sonne, da ist so ein kleiner Fluss und da ist, ist bestimmt eine Ente. Dann geht's in diese mysteriöse Höhle rein, die quasi einen dann wirklich in diesen Tempel whatever bringt. Und die Person gehuldigt wird und dann am Ende, naja, am Ende kommt dann hier diese, das sind Flammen, hier, das da hinten sind Flammen und das hier ist die gleiche Statue, das sieht man, dass das die gleiche Statue ist. Also eher wie er nochmal gehuldigt wird, aber halt von Flammen und von Tod, I guess. Das habe ich mir damals gedacht, das war so meine Idee und jetzt können wir uns mal angucken, wie das Ganze dann aussah im Spiel. Willkommen! Bei Rise and Fall of a Madman. Ja, Version 0.1.0, created mit Unity. Select, cancel, was auch immer man da canceln kann. Ich habe Exit und New Game drin. Schauen wir uns das Spiel einfach mal an. Ich spiele es einfach mal durch und erzähle euch so ein bisschen, was ich mir bei manchen Sachen gedacht habe. Ja, New Game, let's go. Okay, seems like you got into the simulation just fine. Can you talk to me? Nope. No? Good. I don't like it when you interrupt me anyway. I don't like it. Oh, guckt euch das schöne Gras hier an. Und die Bäume. Ach du Scheiße. Die waren ziemlich sicher nicht selbst gemodelt. Also das Environment hier unten, also dieses Terrain, das habe ich schon ein bisschen selbst gemacht. Und dann auch dieses Paint-Ding. Der Busch, der mitten auf den Weg gesetzt ist. Geil. Willkommen in meiner ersten Welt. Schön idyllische Musik,
Wir haben hier diese, wie, erinnert euch an diese Straße, die ich hatte? Und dann, nee, das ist ja schon ziemlich ähnlich mit den Büschen. Es waren mal mehr Bäume, aber ich weiß noch, dass meine Performance komplett abgeschmiert ist. Alter, diese Steine. Boah. Ich habe einen Kumpel, der ist Environment Artist, der wird mich abschlachten für das, was ich da gemacht habe. Aber ich meine, hey, war das erste Semester. Hier gibt's eine meiner Lieblingsstellen. So, ja, ist ganz nett, hier dieser Hügel und dieser Baum. Und dann der Bär. Careful, Bär. He won't hurt you, will he? Careful, Bär. He's just standing there. Ich wusste halt nicht, wie man Interaktion oder sonst was macht. Ich habe halt diesen scheiß Bären genommen und habe den einfach in die Szene platziert. Ich wusste halt nicht, wie man einen Animation Controller baut. Und ich bin mir fast sicher, dass es da vorne ist. Ey, das ist 4 Jahre her. Ich weiß noch nicht mal, wo ich den ganzen Scheiß in dem Environment platziert habe. Da ist die Ente. Da, ich kann sogar ranzoomen. Da ist die Ente. Und da ist das Reh. Auch hier wieder nur, ey, das können wir jetzt stundenlang so beobachten. Ey, aber das Wasser ist schön. Habe ich natürlich in Anführung, also ich habe es platziert, ich habe es nicht selbst gemacht, das ist ein Shader. Die Ente habe ich sogar so platziert, dass wenn sie ihre Idle-Animation macht, ihren Scheißkopf ins Wasser steckt. Guckt euch das an, jetzt quack, quack und jawohl, ins Wasser. Ey, ich war so stolz damals da drauf. Ich war so stolz damals da drauf. Strange, he seems to be guarding this place, but doesn't want to harm you. So, also. Hintergrund hinter dem Ganzen ist natürlich mein unfassbar gutes Storytelling, dass das alles idyllisch ist und nichts will ich angreifen. Im Endeffekt wusste ich einfach nur nicht, wie ich das Vieh einen angreifen lasse. So. Oi. Let's look at those amazing Geometrie. Alter, ey, das gucken wir mal lieber nicht genauer hin. Genau. Was habe ich hier Schönes gemacht? Habe ich natürlich alles nicht selbst gemodelt. Ich habe mir Sachen aus dem Unity Asset Store gezogen. Und ja, ihr wisst es ja, jetzt kommt die Welt des Anbetens. Und ich meine, den View finde ich schon nicht schlecht. Also, den View war schon okay. Also, kann man machen. Die Assets sind alle nur platziert. Also, diesen View hier mit so dem Rauch und dann diese Wolken, die sich da oben bewegen. Und wir sind wirklich sehr weit oben. Man sieht das, man sieht unten nichts mehr. Random Assets, die ich mir gezogen habe, die ich dann wahllos zusammen platziert. Wie gesagt, ich habe einen Kumpel, der ist Environment Designer, der schlägt mich wahrscheinlich für alles, was ich hier platziert habe. Oh, aber hier, guck mal, hier schön die Bäume aneinander platziert. This is what I call a first-class cut gathering here. Also, ich hab ein bisschen Gänsehaut. ein bisschen Gänsehaut habe ich schon. Ja, die Mannequins waren lustig. Ich habe mir vom Mixamo ein paar Animations gezogen, weil ich auch wieder nicht wusste, wie ich einen Animation-Controller baue. So, die Tiere habe ich einfach reingesetzt, die hatten ihre Idle-Animation gutes. Ich hatte die dann einfach in dieser Pose und habe ich mir so gedacht, ja. Da sieht man auch, hier finde ich auch schon nice frame, da sieht man da vorne schon die Statue. You recognize the statue, don't you? Please, don't let me say it out loud. That's him. A vanished visionary in all his glory. Those out there, those in here. Peak Voice Acting. Und diese Kombinationsgabe, holy shit. Der Mann, der da im Hintergrund redet, der weiß, wovon er spricht. Eigentlich wollte ich hier auch eine Tür drin haben mit einer Interaktion. Und dass man sich hier irgendwie den Schlüssel sucht oder dass man hier irgendwie über eine Seitentür reinkommt. Aber dann war ich schon wieder so, ich habe keine Ahnung von Unity Development. Und habe mir dann gedacht, ja, Tür ist offen, wir laufen einfach, keine Interaktion, wir laufen einfach durch. Scheiß drauf, Brudi. So, und jetzt können wir in die letzte Welt gehen. Ihr wisst, was jetzt kommt. Tod, Verderben und Regen. Habe ich den Regen damals eingebaut? Nein. Diese Asteroiden am Anfang. Der Nebel war auch VFX, habe ich auch nicht selbst gemacht, habe ich auch nur reingezogen. Da brennt's. I found something. There's an audio recording in the system. Playing the audio clip. It's all over. I've lost. I played God and lost. We all play God. Behave like we own everything. Pretend we know everything. We really are screwed, aren't we?
We really are screwed, aren't we? Peak Voice Acting hier auch wieder von meiner Seite. Das habe ich dann. Ich hatte so ein. Naja, Audiokenntnisse würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich habe. Ja, meine Stimme aufgenommen, also das, den Text, den der Visionary von sich gibt, und hab dann meine Stimme runtergepitcht, so kleine Effekte draufgelegt, und das war's. Ich habe keine Ahnung, ob ich ein Ende eingebaut habe. Also, ich komme mit Escape nicht raus. Wahrscheinlich Alt F4, klassischer Weg, so ein Spiel zu beenden. Ja, das war mein erstes Projekt. Was wir jetzt noch probieren können, ist mal in Unity reinzugucken. Das öffne ich jetzt einfach mal, Add Project. Das war 2019. Ach, das war die 2019-Version. Holy fuck, ich öffne es einfach mal in der 2021er-Version. Was soll schon passieren, hä? Famous last words. A few moments later. Unity. Lade ein bisschen schneller. Unity. Warum bist du so langsam? Oh, das kommt davon, wenn man einfach irgendwelche Sachen in das Projekt reinlädt. Und sich so denkt, ah ja, ist ja nur eine Abgabe, das mache ich eh nie wieder auf. Und dann, 4 Jahre später, kommt man auf die tolle Idee, einen YouTube-Kanal zu machen. Will natürlich sein erstes Projekt zeigen und dann passiert sowas. Das sind 4 Minuten, die wir schon warten. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Oh! Oh! Open Scene! Oh! Oh! Boah! Geil! Ja, guck mal, ich hab noch die Projektfiles alle. Ist das geil. So, war ich ordentlich. Nein, doch, ich habe einen Scripts-Folder. Ich habe Scripts? Load Scene? Ja, ich habe einen Level-Controller geschrieben. Oh Gott, ich habe das immer. Oh Gott, ich habe hier seht, ich hab das immer. Load Scene 2. Load Scene 3. Trigger Enter Event. Den habe ich aber damals nicht selbst geschrieben. Den hat mir noch damals mein Lecturer hat mir den geschrieben. Ja, ich habe hier die ganzen Objekte einfach mir da rausgenommen aus dem Nature Starter Kit. Ah ja, First Person Controller, das kann ich euch jetzt mal zeigen. Hier gehen wir mal in Welt 1. So. First Person Controller. So, wir spielen die ganze Zeit. Ey, das könnte ich sein. Das könnte wirklich ich sein. Guck dir das mal an. Die Größe stimmt auf jeden Fall. Genau, hier, das ist nämlich die Sache mit den Tieren. Die hatten einen Animation Controller, aber die hatten nur die Idle. Und die Eat. Doch, es stimmt. Ich glaube, ich habe immer die Eat gelassen. Weil der hat. Ja, der hat einfach nur ein Go-In, Go-Out. Has Exit. Ja, also. Ich hatte keine Ahnung, wie Animation Controller funktionieren. Habe mir einfach gesagt: Bär, rein da, Animation Controller, drauf da. Ja, und dann bewegt er sich. Ich hatte keine Ahnung von dem Scheiß. Wie gesagt, das Terrain hatte ich noch so ein bisschen angepasst. Ich hatte das hier gepainted. Oh, guck mal. Ja, hier kann ich Washes drüber machen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe damals nur hier Assets platziert. Ach, die haben sogar LODs. Krass. Ich habe damals nur die Assets platziert. Und habe mir so gedacht, ja, hier hauen wir mal ein großes Ding raus. Wie gesagt, das hier ist ja nur. Moment, wo ist es? Water Pro, das ist halt eine Plane mit einem Shader drauf, den ich auch nicht selbst gemacht habe. Ja, gibt halt einfach so einen schönen Wassershader, Water Mode. Den First Person Controller, den man hier sieht, den habe ich auch nicht selbst geschrieben. First Person Move mit Jump, Crouch, Jump habe ich, glaube ich, rausgenommen irgendwie. Holy, ist es so. Ich meine, das könnt ihr euch nicht vorstellen, aber es ist so faszinierend, das jetzt nochmal sich anzugucken mit allem, was ich weiß, allem, was ich gelernt habe über Components, über Skripte, über Naming Conventions, Stein, Rock 015 und wie ich das damals alles so blind reingezogen habe und mir gedacht habe, ich glaube, ich habe dann hier das noch so geändert, dass es so seitwärts, ja, ich glaube, ich habe das damals noch so geändert. Krass, es ist wirklich faszinierend. Ich glaube, ich mache das zu so einem kleinen Format, wo ich euch durch meine alten Spiele durchlaufen lasse. Ziehen wir mal die Kopfhörer aus. Und recappen das Ganze nochmal kurz. Das war mein erstes Unity-Projekt. Ich wusste nichts. Ich wusste nichts über Scripting. Ich wusste nichts über Components, wie Unity funktioniert. Gameplay, sonst was, keine Ahnung. Ich habe einfach Assets genommen, zusammengeklatscht, habe mir gedacht, Stanley's Parable ist geil, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ist geil. Es ist richtig cool zu sehen irgendwie, so was das erste Projekt war. Ich meine, es ist 4 Jahre her, 5, sowas um den Dreh, dass ich das angefangen habe.
Und es hat sich so viel verändert. In meiner Arbeitsweise. Ich mache keine Environment Art mehr. Das kann ich nicht. Es hat sich bis heute nicht geändert. Wahrscheinlich, wenn ich es heute nochmal machen würde, würde es so ähnlich aussehen. Nee, würde es nicht, weil ich mir dann Hilfe von Leuten holen würde, die wissen, wie es geht. Aber ja, das war mein erstes Projekt. Das gibt's auch auf itch.io. Wenn ihr es selber spielen wollt, dann guckt in die Beschreibung. Da könnt ihr dieses unfassbar geile Spiel spielen. Ey, ist das beste Spiel seit das 2020 oder so rausgekommen ist. Das beste Spiel überhaupt. Deswegen mache ich das vielleicht zu so einem nicht direkten Format, aber wo man sagen kann, hier, mein erstes Spiel, mein zweites Spiel, mein drittes Spiel, mein viertes Spiel. Ich weiß nicht, ich bin mittlerweile bei 9 oder so. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das sich anzugucken. Ich hoffe, es zeigt auch so ein bisschen, dass das erste Projekt einfach mal machen. Weil ich musste damals, das war eine Abgabe, ich musste das damals in der Uni einfach machen. Ich musste das auch irgendwo zeigen und veröffentlichen und sonst was. Es ist scheißegal, ob das schlecht ist, ob das nicht gut aussieht, ob das kein Gameplay hat, keine Funktion. Einfach mal machen, einfach mal rausbringen und 5 Jahre später drauf gucken und denken, ich bin weit gekommen. Dieses Gefühl habe ich gerade irgendwie, ich bin weit gekommen. Und das macht mich irgendwie gerade sehr happy, sehr stolz, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe da tatsächlich das erste Mal seit 4 Jahren wieder reingesehen. Und es war ein Erlebnis. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und bis dahin, ciao, ciao.